Was ist das denn bitte für ein Depot, wo ich hier hin soll? Ich fahre hier quer durch Wohnsiedlungen. Nicht verstehen, oder? Ziemlich abenteuerlich. Gerade habe ich noch Wasser gesehen. Da habe ich gesagt, ah, Wasser, hier bin ich richtig. Ich lasse mich mal überraschen. Gleich soll ich da angeblich da sein. Scheinen wohl diese recht charmanten Siedlungen vorbei zu sein. Aha. Container-Chassis. Dann kann ich ja gar nicht mal so verkehrt sein. Aber mit einem leeren Reefer habe ich gerade festgestellt, weil es ein leerer Kühler hinten drauf, den ich vom Marktkauf weggeholt habe, der stand da auf Füßen. Passe ich unter eine 3,90 Meter Brücke. Ich meine, die sind immer einen Tacken höher wie angegeben. Aber in Schrittgeschwindigkeit und in der Mitte. Aber es hat funktioniert. In 100 Metern erreichen Sie Ihren Zielort. Aha. Hier? Oh ja. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Oh. Oh. Die haben sich ja ein Plätzchen ausgesucht hier. Ich berichte. Bis gleich. Jo, da war ich da gerade doch richtig. Ein Modder und ein Schlamm. Schlaglöcher, wo ich dachte, da kommst du nie wieder raus. Na, dann habe ich hier jetzt gerade eben direkt mal meine Pause gemacht. Weil das war quasi auf die letzte Minute. So, und jetzt muss ich zum CTB. Schepper? Schepper da? Ach so. Ach, deswegen ist da zu kühl. Fenster mal auf. So, ja. Das Navi vom LKW kannte die Ecke hier so gut wie gar nicht. Also habe ich da mal meins genommen und siehe da, der hat das hier sofort gefunden. Aber das liegt auch daran, dass hier oben, ich war hier schon mal, ich weiß nur nicht genau bei wem. Also nicht hier bei denen. Bei denen war ich vorher noch nie. Aber wo ich da vorhin an diesem Deich entlang gefahren bin und Wasser gesehen habe, wo ich ja sagte, oh, hier bin ich richtig, ja, kam mir das irgendwie ganz komisch bekannt vor. Aber okay, hier gibt es wie Sand am Meer irgendwelche Depots. Deswegen, also, keine Ahnung. Aber wenn ich irgendwo mal gewesen bin, 800 ja, dann weiß ich immer in der Regel sofort, wo ich bin und wo ich hin muss. Aber hier jetzt bei dem Depot war ich noch nie. Und die machen 80% nur Reefer, also Kühler.
bin ich damals auch in... Nee, obwohl, ja, es kann jetzt auch überall gleich aussehen hier. Keine große Ahnung, ist jetzt auch egal. Ich sehe erstmal zu, dass ich zum CTB komme. Dass hier die Durchfahrt für LKWs erlaubt ist, mitten durch diese Siedlungen. Und ich meine, Leercontainer oder gar kein Container. Das scheppert ja doch ganz schön. Und vor allen Dingen ist das hier nicht gerade breit. Aber die haben schon, hier war mal ein Fahrradschutzstreifen. Den haben sie schon schwarz angepinselt. Also der gilt wohl nicht mehr. Nee, rechts rum. Geradeaus darf man. Ach so, man darf hier nur nicht in diese Seitenstraßen rein. Naja. Ja genau, hier bin ich vorhin auch entlang gekommen. Dieses hässliche Parkhaus hier. Ihr musst morgens um 4 Uhr entlang fahren mit einer leeren Büchse oder keinem. Und dann ganz laut rufen, wecken! Hier links abbiegen? Bin ich hier vorhin auch gekommen? Die nächste Straße links abbiegen. Die nächste Straße links abbiegen. Grün habe ich. Ja, rot, das ist gut. Fahren Sie 2 Kilometer. Ja, laufen tue ich das nicht. Klar fahre ich das. Rot. Naja. Ah, Routen ABD. Doch, ja, klar. Okay. Hier um die Ecke ist Ruimain. Quatsch, was erzähle ich? Nicht Ruimain. Ruimain ist auf der anderen Seite. Ach, ja, hier ist es doch. Ja, hier links ist dieses Depot. Ja, dann weiß ich, wo ich ankomme. Ja, und hier kommt diese alte Hubbrücke. Nur, dass ich jetzt von der anderen Seite reingekommen bin. Hier ist Wasser, sag ich doch, hier bin ich richtig. Oh, schepper, schepper, schepper. Scheppert jetzt natürlich noch mehr, weil ich für die paar Kilometer hier den Arsch hinten nicht einfahre. Und auch nicht das Chassis klein mache. Ne. Das mache ich, wenn ich jetzt irgendwo ein ganzes Stückchen weiter müsste. Okay, aber so nein. Abbiegen. Genau. In 50 Metern links abbiegen. Ja. Und schwupps, ab über die Köhle nämlich. Genau, weil hin bin ich über die A1 dann weitergefahren und nicht über die 7. Also war klar, dass man dann auf der anderen Seite der Elbe landet.
Oh, Windrichtung ist heute anders, also stinkt diese scheiß Raffinerie gleich nicht so. Ich habe noch 9 Minuten. Vorher darf ich nicht ankommen. Obwohl, CTB, ja, für 1-2 Minuten kannst du da auch rechts dich da an den Rand stellen. Aber nicht für länger. So, 2 Feldwebel Abstand. Haben wir. Da sollte man sich hier auch tunlichst dran halten. Weil da vorne wird das nämlich gemessen. Was du danach machst, ist dann fast wieder egal. Gute Fahrt. Danke. So, da unten rechts, die da kommen, die kommen nämlich vom CTT. Technisch geht es ja heute auf jeden Fall vorhin. Nur in Höhe von Soltau hat das geschneit. Und dann so 5-6 Kilometer weiter mischte sich dann schon wieder der Regen darunter. Sondern von der Ankunftszeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe eine 12,5 Stunden Pause hinter mir und ich sollte heute eigentlich um 12 Uhr in Hasewinkel bei Klaas laden. Und da ich gestern ziemlich zügig von Hamburg bis Minden gekommen bin, ja, war lustig. Habe ich die Büchse abgegeben, habe schön meine Pause gemacht, war noch schön spazieren, bisschen Bewegung. Ja, und dann komme ich gerade bei uns im Leerdepot an. Ja, und dann sind ganz große Fragezeichen aufgekommen. So Neues von der Dispo, weil den Container, den ich aufnehmen sollte, um mal wieder bei Klaas zu laden, den haben die 2-mal vergeben. Für 2 verschiedene Fahrzeuge natürlich. Ja, und jetzt standen wir da. Pokern wir jetzt, prügeln wir uns drum. Naja, Ende vom Lied ist, ja, der Kollege darf zu Klaas und ich fahre jetzt, ja, eine Runde komplett leer nach Bremen, hole dort einen 20er ab und, ja, dann fahre ich zurück, weil den 20er lade ich Montag erst aus und dann läute ich mal mein Wochenende ein. Ich tippe mal so drauf auf, ja, 16 Uhr. Ja, dann kann ich noch schön vorher tanken fahren. Kann ich den LKW mal wieder durch die Waschstraße schieben. Weil der sieht echt übel aus bei dem Wetter. Da könntest du theoretisch gesehen jeden zweiten Tag im Moment durch.
Aber nein, nein, nein. Aber der hat es jetzt nötig und deswegen jetzt will ich dann zusehen, dass ich da einmal eine Runde durchkomme. Naja, jetzt erstmal nach Bremen, schön über Land wieder. Die Strecke ist ja reichlich bekannt, taucht in vielen Videos schon auf. Ja. Aber irgendwie, die bauen da oben nur noch Mist. Weiß ich nicht. Ob die Runden würfeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Bitte in einem Kilometer rechts abbiegen. Genau. Dann in 200 Metern rechts abbiegen. Das stimmt. So. Ankunftszeit 12.15 Uhr in Bremen. Mal gucken, da werde ich noch so eine Viertelstunde rausholen können. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, ist das nicht schön, diese Entschleunigung. Ich kann auch nicht weit genug gucken, sonst wäre ich schon dran vorbei. Naja. Halb drei haben wir. Gut im Rennen heute. Kann man schon mal hinter einem Trecker herfahren. Ach ja, ich kann immer noch nicht weit gucken. Brauche ich ein bisschen länger, um an dem vorbeizukommen. Wo ich nur einen 20er drauf habe, dann geht das ja noch. Komm, bieg doch mal hier ab. Was macht er? Er wollte schon seine... Ja, er hat mich gehört. Waschanlage und dann Wochenende.